It's time for World Underground Wrestling. Die Zeit ist von mir! Vom Quincy oder von der Rose? Ich meine, du weißt schon, wie das funktioniert mit Kinder machen und so. Ich meine, wir kennen es probieren, also wir nicht, aber mit vielleicht, ich weiß, keine Ahnung, wurscht. Quincy, der Herr hätte gerne ein Kind von dir. Magst das du aus oder der Quincy so austragen? Das ist eine blöde Meldung, wirklich wahr. Okay, die Referenz, hallo? Oh, hey, seriös. Der hat was Großes eingesteckt. Der hat was Großes eingesteckt, ich weiß nicht. Hallo, hey. Never touch the referee. Also der Referee, der Referose darf den touchen, aber du darfst sie nicht touchen. Also das ist voll garstig. Okay, Referosi gibt irgendwann einmal den Kampf frei. Warte, das weiß ich ja gar nicht. Dürfen alle drei gleichzeitig auf der Kampffläche sein? Oder? Ja, eigentlich schon. Gell? Ja. Ja, also sogar. Los geht's! Kampf frei! Okay, das ist kein Kampf, das ist ein Zeigefinger-Duell. Megaboxen haben wir das in der Schule gesagt. Okay, das ist jetzt sehr Hooligan-mäßig. Oh, Puls hat's gemacht und unten liegt er. Geh, steh auf und hocke am Hund, das ist ja nur der... Also. Oi, also ein DDT und schon... Der eine hat Kreuz mit der anderen, tut die Stirn weh. Dem einzigen, den Spaß machen zu scheint, ist der Liesinger Loiser. Vorarms, vorne, vorarms, hinten. Liebste Referosi, du musst dich um den Kampf und nicht um den Quincy kümmern, ja? Und schon wieder liegt er unten, also irgendwie ist das prädestiniert. Oh! Heute Hagel des Clotheslines. Italiens. Oh, ein Todesstand. Ich meine, wir wollen nicht vergessen, dass der Referee ein Referee ist und kein ausgebildeter Wrestler. Gell? Also das steht mir jetzt verpflichten. Okay, gut. Also, das war irgendwie logisch, aber gut. Ja, hock am um. Erst hast du... Oh je. Ein Sleeper-Hold. Da schläft er. Aber der hat ja eh schon geschlafen. Wieso nimmst du am jetzt einen Sleeper-Hold? Also, Quincy, gib nicht auf, sagt die Rose. Der Quincy ist super, sagt die Rose. Ey, Quincy geht's. Oh, ein Tritt in den Nacken. Referosi, kümmert dich um den Kampf und nicht um den Quincy. Der war auf Oberschenkel. Der war knapp unterm Knie. Hilfe! Ich habe es da nichts Urwaschel, aber das war ein Suplex, hätte ich gesagt. Irgendwer hat mir das ins Ur gereischt. Ah, beide werden angezählt. Na doch nicht mehr. Oh, ein Whistler. Wir kommen zum technischen Teil. Doch nicht. Oh, ein Armsnap mehr und ein Leg Drop.
Und ein Elbendruck drauf. Das schafft der Postler nicht. Ich glaube, der Quinze hilft zu dem. Oh! Rosi, Treffer Rosi, das war auf das Knie. Und ich glaube, er hat da gerade auf die Titten gekrapscht. Ein Legdrop, Zweilinger von Rosi, du musst mich anzählen. Treffer Rosi zählen. Eins, zwei, drei. Sahib Pinoni, oder wie? Hey, schmeißt zwei einer zu mir bitte. Okay, das müssen wir noch üben, glaube ich. Was war das? Kannst du das nochmal machen, so habe ich nicht gesehen. Okay, das nimmt man einen Vorgsbash. Hast du schon gezählt oder hast du aufgehört zum Zählen? Eins. Wen zählst du jetzt da eigentlich? In wie heißt denn der? Der Lissinger Lösel. Den Lösel, aber der steht ja schon wieder, den kannst du nicht aufzählen. Ein Tritt in den Bauch, bei dem Bauch ist das, glaube ich, wurscht. Vorsicht! Ja, gekontert mit einer Clothesline. Ich darf darauf hinweisen, dass die Wrestler meine die Einrichtung stehen lassen sollen. Dankeschön. Jösses, nein, da hat sich der, also irgendwie hat der Quinze heute ein paar, weiß ich nicht, Schmerzmittel geschluckt, der spürt nichts, scheint mir so. Oh! Ein Insogiri nennt man das beim Wrestling. Wenn zuerst ist eigentlich ja. Beide, ja, ist schon spät, einer steht schon wieder. Aber du könntest theoretisch in anderen Haut sein, aber es wurscht. Oh, ein Hammerlock oder Polizeigrin, na doch nicht. Na, hast du heute einen Wackelkontakt? Was ist jetzt los? Der Quinzi steht unter Strom, oder was? Quinzi steht unter Strom. Na, fast. Ein Postencrap! Wenn sie schlaft oder gibt er auf? Oder ist ihm das wurscht? Ich weiß es nicht, ich sehe das nicht. Also die Rosi sagt gerade zum Zanoni, glaube ich, dass er aufhören muss den Griff, weil das tut den Quinze nicht gut. Oh, klar, da geht's weiter. Side Headlock. Haare ziehen ist doch bei meinem Haarzing ist ein bisschen blöd, aber gut. Oh! Die Kraft hätte man in Zanoni erst gar nicht zutraut. Otto Kringer gibt auch seinen Senf dazu. Du, das ist Mashmeh, fandst du das? Liebster Zanone, wenn du mit meinen Moves hausieren gehst, könnte ich krankig werden und das wüsst nicht, Klammers. Und ein Tritt. Und ein. Gottes Willen! Mit Anstrengung unter Strom ein Body Stromslam. Ein Sleeper Hold! Ich meine, aber. Entschuldigung, Quinzi, der Lissinger Lösl ist bei der Post, der schläft von Natur aus. Oh, Elbotrop. Na doch nicht, er ist jetzt auf. Jetzt hast du einmal aufgeregt mit deinem Slipper. Halt. Lieber Lösl, schaut nicht so böse, macht es fertig, das ist okay. Absolut legitim. Oder wie das heißt. Oh oh. Ein Neckbreaker! Da hat Zanoni am Boden! Zuhör mal, Rosi! Rosi, eins, zwei, drei, oh! Ich glaub, der selbe Move kommt. Oh, 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 oh! Okay, Kampf ist vorbei! Wer hat gewonnen? Okay. Sieger dieses Kampfes! Quincy Jones! Jetzt hat der Quincy Jones einen Kuss abgedrückt am Mund.
Also ich kenne mich nicht aus, aber Referieentscheidung oder Referöse, also Referosi-Entscheidungen sind endgültig leider. Also, ich meine... Hallo? Nein, nein, Referie, Rösel. Ja, da. Ja, ein Kanzler muss das gewohnt sein, dass er einsteckt. Hör zu, Schokomaus. Schokomaus, Vanillemaus, wenn, aber wurscht. Ja, der Himbeer. Der Erdbeer, Himbeer, genau. Das war alles legal. Weißt du, du besser warst? Ja, Entschuldigung, Liesinger Läusl, Referosi. Gut. Diese Geschichte ist noch nicht vorbei. Am 7. Juli, in zwei Monaten, vier Beine gegeneinander! Oder nicht? Ich meine, ein Mixed-Gender-Match haben wir jetzt schon länger nicht mehr gehabt, aber. Ja. Ich werde zeigen, dass niemand gemein zu meinem Quincy ist! Er ist ein Referee, der hält das aus! Aber haltst du das aus? Himbeermaus! Himbeerdirndl! Wir beide! Ich mach das sowas von kalt! Normalerweise geh ich nicht auf Mädel los! Aber bei dir mach ich eine kleine Ausnahme! Aus jetzt! Schluss! Ende! Aus, dass ja. Du mich kalt machst, bezweifle ich den Vormann! Ja, ja. Also, als Postler muss man sich einiges sagen lassen! Das ist aber wirklich... Hallo, 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 hallo! Hallo, hallo, ohne! Auf Frauen geht man nicht los ohne Vorankündigung, so wie der Lösung. Ja, ich bin ja nur da. Also, ich kann nichts dafür, ich bin nur da. Hallo? Aus ist Schluss, schleicht euch hintere! Hallo, der ist einmal so auf den Bauch gestiegen. Das ist wieder Deckteam! Das glaube ich nicht, aber wurscht, warte ein bisschen, da ist kein Platz mehr. Gegen Zanoni